Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wer das erste Mal auf meinem Kanal Tupac VR sein sollte, ich bin Sebastian und auf meinem Kanal gibt's ja fast alles rund ums Thema VR und ja, heute gibt's ein Hardware-Video, es gibt aber auch Gameplay, Livestreams, ich habe eine News-Sendung und ja, blende ich oben mal in die Infobox auch die News-Sendung, schaut mal rein, vielleicht gefällt euch das und ja, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, also einmal auf den Abo-Button drücken, wäre echt nice von euch und wenn euch das Video am Ende gefallen sollte, auch nochmal ein Like da lassen, da würde ich mich echt drüber freuen. Ja Leute, Quest 2 Soundkit von Modicap und ja, ich gehe heute nochmal ein bisschen ins Detail, ich habe das Teil schon mal gezeigt in meiner News-Sendung, aber heute zeige ich euch das Ganze nochmal. Ich habe auch ein Montagevideo gemacht, dann erkläre ich, wie das Ganze montiert wird. Das ist super easy und ja, das Ganze beginnen wir aber erst nach meinem Trailer. Ja Leute, das Quest 2 Soundkit ist endlich da. Ich habe es montiert und ja, wer sich jetzt wundert, dass da jemand steht, das ist der Ben, das ist unser ja, Maskottchen, würde ich sagen. Und der muss immer dabei sein bei den Videos, streunert dann immer mal hier rum, außer bei Gameplays, da habe ich den nicht hier. Ansonsten darf der hier gerne überall sein. Und ja, wenn ihr den Ben mögt, einfach mal auf Like und einen Kommentar da lassen. Wird er sich auch mit Sicherheit freuen. Der Ben hat sogar schon mal Spenden bekommen. Also er hat schon mal, ich glaube, 5 Euro Spende bekommen und dafür hat er dann auch was Leckeres bekommen. Ja, zum Quest 2 Soundkit. Also ich muss erstmal sagen, ich bin echt begeistert. Das ist mit das beste Soundkit, was ich bisher hatte. Nicht vom Sound her, da sind die alle perfekt, weil ja, immer der gleiche Sennheiser-Kopfhörer, der HD25 war das, verbaut ist. Und ja, der ist immer gleich gut vom Sound. Aber von der Montage her war es bisher das Einfachste, was ich bisher erlebt habe. Also man braucht kein Werkzeug, man klickt das einfach ein und verlegt das Kabel und fertig. Ja, gibt es auch am Ende des Videos nochmal extra so ein kleines Tutorial-Video von der Montage. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und ja, ich zeige euch das jetzt Ganze mal kurz in der Nahaufnahme. Und ja, das ist die Halterung. Die wird einfach nur hier unten eingehakt. Das kann man auch ganz leicht aushaken, so seht ihr, ich habe das hier unten festgehalten und dann einfach hier so ein bisschen gebogen und schon hat man die Halterung hier ab. Ah. Ja, Vorführeffekt. Also hier haben wir es ab, ne? Ich könnte das jetzt abnehmen. Hier unten ist noch so eine ganz kleine Nase und die muss wirklich da dranhängen, sonst hängt der auch nicht fest und ja, das wäre blöd. Also den muss man wirklich in die Nase dann wieder einklicken. Und ja, ich kann das Ganze bequem nach vorne und hinten schieben. Also perfekt für jeden Kopf anpassen, das Ganze. Und ja, ich bin wirklich hier in der Endposition. Hier haben wir diesen Halbkreis. Und der liegt wirklich bis Anschlag an, bis man nicht mehr weiter kann. Und das ist für mich die perfekte, ja, Position für meine Ohren, aber ja, das muss halt jeder für sich selber anpassen und das kann man echt während des Spielens super einfach positionieren und ja, hier hat man noch die Möglichkeit, das Ganze hoch oder runter zu schieben, ne? Hier haben wir zwei Schrauben, da können wir das Ganze, die Verstellung lockerer oder fester ziehen. Ich kann es auch so festziehen, dass man gar nichts mehr verstellen kann. Ich habe es jetzt so locker, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, auch ohne Werkzeug das Ganze einzustellen, ist perfekt. Und wenn ihr das montiert, den Kabelsatz, das zeige ich aber nachher im Tutorial-Video auch nochmal. Hier sind bei den Steckern Beschriftungen dran. Hier ist L und auf der anderen Seite ist R auf dem roten Stecker. Und diese Beschriftung muss immer nach außen zeigen, weil die Stecker haben unterschiedliche Größen. Und wenn ihr den falsch rum aufsteckt, zerstört ihr die Buchse in dem Kopfhörer, weil der eine Pin halt dicker als der andere ist und somit ja, zerstört ihr euren Kopfhörer und das wäre echt schade, dafür ist der echt zu teuer. Also denkt bitte dran, wenn ihr das Kabel aufsteckt, immer die Beschriftung nach außen zeigen und nie nach innen, weil dann macht ihr was kaputt. Ja Leute, ich muss sagen, zum Komfort, also perfekt, also das liegt einfach, ja, locker auf dem Ohr und ich bin komplett weg von der Welt. Ich höre nur noch die VR-Welt und so muss es eigentlich sein. Also für mich ist das
ohne diese Kopfhörer oder ohne nur mit dem Originalsound einfach kein Abtauchen in die VR-Welt. Also ich höre immer noch weiterhin meine Umgebung und ja, Autos, wenn das Fenster auf ist. Und ja, das ist echt mega störend, zieht mich immer wieder raus aus der VR-Welt und muss nicht sein. Von daher ist diese Lösung die bessere, meiner Meinung nach. Kostet 139 Euro. Und Komplett-Set mit Halterung, mit Kopfhörer. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn ihr das für eine andere VR-Brille schon habt, die Kopfhörer, dann könnt ihr euch nur hier diese Halterung bestellen mit Kabelsatz, glaube ich. Und das ist dann 59 Euro. Und so spart ihr nochmal diese Halterung hier. Passt aufs originale Strap, aufs Elite-Strap und auf die Rift S. Also das sind die gleichen Halterungen wie die Rift S. Und ja, falls ihr dann auch eine Rift S zu Hause habt, könnt ihr das auch benutzen dafür. Das ist echt gut. Und ja, also mir gefällt es bisher am besten, weil man braucht echt kein Werkzeug, kann das ganz schnell auf ja, montieren, das Ganze. Und ja, kann sich dann am tollen Sound erfreuen. Ja, Leute, was kann ich sonst noch sagen? Eigentlich ist schon alles gesagt. Also 139 Euro sind nicht, ja, sind nicht wenig Geld, aber ihr habt hier echt Top-Sound. Ihr werdet den Sound von dem Original-Kopfhörer nicht mehr missen, weil ja, das ist ein ganz anderes Gefühl und man kann wirklich mal aufdrehen und wirklich den Sound auch genießen. Wer gerne Beat Saber zockt, für den sind Sound ja mega wichtig. Und ja, alleine irgendwelche Shooter-Games und überhaupt, wie gesagt, für mich ist, wenn ich den Originalsound habe, ich kann nicht abtauchen. Ich werde immer wieder rausgerissen, weil ich die Umwelt, die Umgebung mitbekomme und ja, gefällt mir einfach nicht. Wenn ich in VR bin, will ich abgeschottet sein. Es gibt Leute, die sagen, ich will auf keinen Fall abgeschottet sein. Ich will alles mitbekommen von außen. Gut, das ist wieder eine andere Sache. Das müssen die Leute halt ja, selbst entscheiden, sage ich mal, was da die Vorlieben sind. Ja, also, meiner Meinung nach ist das ein Must-Have für die Rift S, Quest 1 und Quest 2. Muss man sich natürlich überlegen. Aber wenn man sich ein gutes Headset kauft für einen PC, sage ich mal, dann seid ihr auch locker über 100 Euro los. Es gibt natürlich günstigere, aber wenn ich ein bisschen was ja, qualitativ Hochwertiges haben will, und das ist Sennheiser und die Modicap-Halterung, dann muss man natürlich ein bisschen ja, mehr ausgeben. Bleibt leider nicht aus und ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Also ich kenne niemanden, also die Leute, die es gekauft haben, da hat niemand gesagt, das ist echt totaler Mist und mir gefällt das nicht. Also ich habe nur Positives auf meine Videos und Reviews bekommen, die Leute, die das gekauft haben und alle waren begeistert und ja, wenn da Leute jetzt draußen sind, die jetzt das Video schauen und die sich auch schon das ja, für irgendeine Brille gekauft haben, das Soundkit, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie, ja, wie findet ihr das? Seid ihr zufrieden mit dem Teil oder sind da irgendwelche Wünsche offen geblieben? Das würde mich auf jeden Fall interessieren und den Bernd mit Sicherheit auch. Und ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen unter die Kommentare oder im Flatingo Discord. Das ist ein Discord, den ich mit Chris Reality Hoshi82 zusammen gegründet habe. Und ja, da könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Könnt ihr aber auch gerne unter die Kommentare stellen. Also ich bin immer relativ schnell beim Beantworten auch dabei. Und ja, das erstmal dazu. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Tutorial für die Montage. Und danach ist dann auch Schluss mit dem Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, wie gesagt, Like raus, Abo-Button nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ich sag schon mal Tschüss. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao. Willkommen zum Montagevideo vom Modicap Soundkit für die Quest 2. Was benötigen wir? Einmal den Kabelsatz und die zwei Kopfhörer. Die Kopfhörer sind einmal mit links beschriftet und R für rechts. Als erstes müssen wir diese Halterung öffnen. Wir halten hier einmal fest, hier unten an dem Punkt, wo der Daumen ist, und hebeln hier einmal hoch. Schon ist diese Halterung geöffnet. Das Ganze machen wir auf der linken Seite jetzt auch schon mal. Einmal festhalten.
hier ein bisschen nach oben ziehen und schon ist die Halterung offen. So, jetzt montieren wir die rechte Seite. Wir gehen einmal mit dem Kopfhörer hier durch, innen. Und führen diese Halterung einmal hier lang. Und jetzt müssen wir einmal hier gegenhalten und die Halterung wieder hier einschnappen lassen. Und schon ist die Halterung für rechts befestigt. Das Ganze machen wir jetzt auf der linken Seite auch. Einmal hindurchführen. Wieder schließen. Und schon sind die beiden Kopfhörer montiert. Als nächstes montieren wir den Kabelsatz und das ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen zuerst den Klinkenstecker, stecken den in die Klinkenbuchse ein. Dann nehmen wir uns den roten Stecker, führen den einmal hier durch die Schlaufe und gehen einmal hier runter durch. So, und jetzt ist ganz wichtig, wenn wir diesen Stecker aufstecken, dass das R, also die Beschriftung, immer nach außen zeigt und nie nach innen, sonst können wir die Buchse von dem Kopfhörer zerstören. Also immer darauf achten, Beschriftung nach außen. Und jetzt stecken wir ihn auf, bis es einmal ein bisschen klickt. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite jetzt auch. Einmal mit dem Kabel hier durch. Und wieder L nach außen und in die Kopfhörerbuchse stecken. Und fertig ist die Montage vom Modicap Soundkit für die Quest 2. Viel Spaß damit! Thank you.